In der Bundesrepublik gibt es 18.000 Millionäre. Das sind genau 18.000 zu viel. Profitgeier müssen weg, aber sie sollen ihre Kammerzofen hier lassen. Und ihre Butler und ihre Sekretäre, ihre Köche, ihre Privatchauffeure, ihre Putzfrauen und ihre Angestellten, ihre Lehrlinge und ihre Arbeiter und ihre Butler und ihre Sekretäre, ihre Köche, ihre Privatchauffeure, ihre Putzfrauen und ihre Angestellten, ihre Lehrlinge und ihre Arbeiter. Güter hier lassen und ihre Privatstrände und ihre Privatschlösser und ihre Privatländereien und ihre Privatgrundstücke und ihre Privatkliniken und ihre Privatzeitungen und ihre Privatstädte und ihre Privatfabriken. Damit die Profitgeier nichts sagen können, man hätte nicht versucht, sich gütlich mit ihnen zu einigen, machen wir ihnen ein letztes gütliches Angebot. Die sollen gehen an den Genfer See oder in den Tessin und sollen sich dort einen Privatzoo einrichten. Einen Privatzoo mit echt goldenen Käfigen für sich selbst. Mittags, wenn Fütterung ist, geben ihnen die Wärter echten Kaviar zu essen. Und zu trinken kriegen sie echten Champagner. Die sollen leben in Saus und Braus. Das ist tausendmal besser, als wenn sie unsere Arbeitskraft ausbeuten. Die sollen alles haben, nur keine Macht mehr. Und sonntags, wenn die Arbeiter mit ihren Familien in den Zoo gehen und die maßlose Prunksucht der Reichen belächeln, werden sie den Kopf schütteln und sich fragen, wie sie nur so lange auf die reinfallen konnten. Und sie werden zurückgehen in das Land, das jetzt ihnen allen gehört. Keinem mehr und keinem weniger.
Und eines Tages werden die Reichen aussterben wie die Saurier. Man wird ihnen nicht mal ein Denkmal setzen. Man kann ja vielleicht von einem Polizisten erwarten, dass er bei Rot über die Straße geht. Man kann eventuell auch noch von einem Suppenhuhn erwarten, dass es vorm Essen betet. Man kann möglicherweise sogar von einem Lehrer erwarten, dass er sich von seinen Schülern was beibringen lässt. Man kann unter Umständen vielleicht sogar noch von einer Kuh erwarten, dass sie Charleston tanzt. Aber man kann nicht erwarten, dass ein Unternehmer sich selbst enteignet.